Ich bitte zunächst Frau Gimpel, uns ein wenig einzubegleiten in die konkrete Problemstellung, wie TTIP speziell Kultur und vielleicht darin die einzelnen Sparten betrifft, wenn man das überhaupt so auseinanderdividieren kann und was man überhaupt schon dazu weiß. Vielen herzlichen Dank auch, dass es überhaupt dieses Zusammenkommen heute Abend gibt. Denn meines Erkenntnis nach und meines Wissens nach ist es das erste Mal, dass wir uns öffentlich, auch auf Einladung, wirklich bewusst mit Kulturfragen bei TTIP auseinandersetzen. Und die sind höchst relevant, denn de facto ist der gesamte Kulturbereich von TTIP erfasst. Ich selber bin aber hier für die Österreichische Journalistenkommission und werde mir erlauben, von zwei Aspekten dieser Materie zu nähern. Das eine ist, was hat die UNESCO damit zu tun und warum ist diese sehr relevant, wenn wir von Handelsverhandlungen wie zum Beispiel von den USA reden. Hier gibt es klare Verpflichtungen, auf die man die EU, also den Mitgliedstaaten, immer wieder einmahnen muss. Und zu der anderen Seite, was wissen wir überhaupt, was ist die Sachlage? Das kann man seriös sagen, um daraus abzuleiten. Wo können wir Forderungen aufstellen und was wäre für diese Verbreitungsoptionen eine gangbare Alternative? Es ist eigentlich genau 10 Jahre her, 2005, da hat die internationale Staatengemeinschaft genau vor diesem Kontext beschlossen, nein, wir brauchen ein internationales, bindliches Übereinkommen, das Grundlage schafft, wo es eine Anerkennung gibt, dass Staaten das Recht haben, Maßnahmen zu ergreifen, um kulturelle Vielfalt zu fördern und zu schützen. Zu schützen auch von möglichen Schlagzeilen des Weltmarkts. Das heißt, wir haben hier ein ganz klares Bekenntnis mit dem UNESCO-Übereinkommen, dass das eine Grundaufgabe des Staates ist, aktiv kulturpolitisch zu gestalten, bei Bedarf auch einzugreifen in den freien Markt. Weil Kultur mehr ist als nur ein Wirtschaftsgut, so wie andere öffentliche Güter auch, Gesundheit, Bildung und so weiter, regelt der Markt eben nicht alles, sondern es braucht auch die Möglichkeiten, hier einzugreifen, Programme für Minderheiten zur Verfügung zu stellen, lokale Kulturinfrastruktur, die sich alleine den Markt nicht refinanzieren würden, abzusichern. Und dieses Übereinkommen ist das klare Bekenntnis der internationalen Datengemeinschaft, das ist das öffentliche Recht und das ist auch verpflichtend anzuordnen für allen Staaten, die diesem Übereinkommen beitreten. Das ist diese sogenannte UNESCO-Konvention über den Schutz und die Förderung der kultureller Ausdrucksformen. Hier kommt aber auch schon ganz klar ein bestimmtes Verständnis von Kulturpolitik zum Ausdruck mit dem Staat als aktiven Gestalter. Das, und das hat sich auch bei Ausarbeitung des Übereinkommens gezeigt und zieht sich bis heute fort, nicht von allen Staaten die kulturelle Vielfalt hochhalten geteilt wird. So wissen wir von den USA, dass sie auch kulturelle Vielfalt und den freien Fluss der Meinungen und der kulturellen Ausdrucksformen sehr stark befürworten, aber ihre Zugangsweise ist eine komplett andere. Der Markt sorgt für die Nachfrage, das trägt sich auch und insofern wird auch Kulturförderung von Seiten des Staates als protektionistisch bewertet, der man ablehnend gegenübersteht, obwohl man natürlich auch ein Steuersystem hat, Steuererleichterungen, die sehr wohl auch die Kultur unterstützen, aber es ist ein grundlegend anderer Zugang. Das heißt, dieses Spannungsverhältnis in der Auffassung, wie ist Kultur zu unterstützen von Seiten des Staates, ist in diesem Übereinkommen auch inhärent gegeben. Diese Verpflichtung, dieses Recht des Staates, bei Bedarf Maßnahmen zu ergreifen, steht ganz klar im Zusammenhang mit Handelsverhandlungen. Denn jeder Eingriff des Staates, sei das jetzt eine direkte Kultursubvention, sei das jetzt eine öffentliche Zurverfügungstellung von Kulturdienstleistungen wie Bibliotheken etc., ist natürlich ein Eingriff in den Markt, wenn bestimmte Marktteilnehmer aufgrund bestimmter Kriterien anderen gegenüber bevorzugt. Das heißt, sie sind de facto auch handelsrelevant und stehen dann zur Diskussion. Jetzt hat sich nicht nur die EU und alle 28 EU-Mitgliedstaaten verpflichtet, dieses Übereinkommen umzusetzen, sondern man muss auch dazu sagen, es ist wesentlich auch auf Initiative der EU zurückzuführen, dass es dieses Übereinkommen überhaupt gibt. Sie war maßgeblich dafür verantwortlich, neben Kanada unter anderem, dass wir dieses Instrument erarbeitet haben. Und es ist keine Nebenabwehr, um das mal ganz klar zu machen. Es ist völkerrechtlich verbindlich für alle Staaten, die beigetreten sind. Die USA sind nicht beigetreten, weil sie ein anderes Verständnis haben. Das heißt, es betrifft nur die EU und ihre Mitgliedstaaten. Aber sie haben die Verpflichtung, auch zukünftig diese Möglichkeiten sicherzustellen. Und so ist auch im Übereinkommen ganz klar geregelt, sollten Vertragsparteien weitere Verhandlungen eingehen, egal in welchem Kontext, also jetzt im Rahmen der WTO, TRIPS oder auch bilateraler Ebene, haben sie dafür Sorge zu tragen, dass die Ziele und Pflichten aus diesem Übereinkommen berücksichtigt werden. Das ist unsere Ausgangslage. Für
sind aktuelle Handelsverhandlungen aus dieser Perspektive der UNESCO, zu der sich auch Österreich explizit bekannt hat, und es wurde nicht zuletzt unter der österreichischen Ratspräsidentschaft auch zur Ratifizierung vorgenommen der EU, das auch dafür überzutragen. Hier die Ausgangsbedingung, dann die Frage, halten wir das nicht ohnehin ein mit TTIP? Was wissen wir? Betrifft TTIP den Kulturbereich? Ein ganz eindeutiges Ja. Kultur ist von TTIP vollumfänglich umfasst. Die Annahme, dass der Kulturbereich ausgeklammert ist, es ist so, dass wenn eine Exception kulturell gibt, ist ein Missverständnis. Das ist nicht der Fall. Sämtliche kulturrelevante Sektoren, das reden wir von Literatur, Bibliotheken, Archiven, Musik, Film, sind von TTIP erfasst. Die Europäische Kommission verhandelt im Namen der 28 Mitgliedstaaten auf Basis eines Mandats. Dieses Mandat definiert ganz klar, was der Handelsordnung der Kommission ist, was sie darf und was sie nicht darf, wo die Grenzen sind. Hier ist Kultur nicht ausgenommen. Es gibt eine Teilbereichsausnahme für audiovisuelle Dienstleistungen. Für Kultur gibt es keine Ausnahme. Das heißt, Kultur ist sehr wohl im Blick in allen seinen handelsrelevanten Belangen Inhalt und Gegenstand der Verhandlungen. Es ist wirklich Verhandlungen, wird sich das wirklich auf die Kulturpolitik und die Möglichkeit zu fördern oder Maßnahmen auszutreffen auswirken? Das ist ein großes Fragezeichen. Das wissen wir nicht. Es wird auf jeden Fall Gegenstand sein, aber natürlich hätte die Kommission die Möglichkeit, Ausnahmen zu verhandeln und für den Schutz zu sorgen. Eine Verpflichtung dazu hat sie nur begrenzt. Was für Informationen wissen und die Frage der Transparenz wurde angesprochen ist. Wir kennen dieses Mandat, in der Zwischenzeit wurde es veröffentlicht. Wir kennen auch Positionspapiere, in denen sie ihre grundlegende Haltung darstellt, sowie vorletzte Woche hat sie ein Perfektsheets veröffentlicht, als auch die ausgewählten Handlungspapiere. Und darauf wird sicher jetzt in einer weiteren Analyse. Ein TTIP-Mandat ist auch keine eindeutige Aussage hierzu möglich, wie mit Kultur umgegangen wird. Ja, die UNESCO-Konvention, die ich vorhin erwähnt habe, ist auch ein Mandat erwähnt. Allerdings hat die Kommission gesagt, sie möchte einen Verweis darauf in der Präambel verankern. Eine Präambel ist rechtlich nicht bindend. Das ist eine Absichtserklärung von einer Seite der Vertragspartei, kann aber nicht zu Streitfällen kommen, nicht für beide Seiten bindend sein. Vor allem schon gar nicht, wenn wir wissen, wie das ausstehen, wie wir einfach ablehnen. Gegenüber und werden nicht über den bilateralen Weg dann auf einmal etwas anerkennen, was sie bislang ablehnen. Das zweite, was in Bezug zur Kultur gibt, ist unter dem Kapitel zu Zielen. Da hat man das Ziel, dass die bestehenden Politiken und Maßnahmen zum Schutz der kulturellen Vielfalt weiterhin möglich sein sollen. Also es wäre ein statisches, also Einführung des jetzigen Status quo. Und dann gibt es noch einen Verweis auf das digitale Umfeld. Das wäre natürlich eine Art Weiterentwicklung. Das ist ein Ziel der Verhandlungen. Wie das allerdings in der Praxis umzusetzen ist, ist nicht definiert. Insofern ist dieses Ziel und was dafür nötig ist, um das zu erreichen, ist vollkommen der Interpretation der Kommission, die im Namen der 28 verhandelt, überlassen. Jetzt gibt es ein Positionspapier, wo sich spezifisch Kritik und Kultur darlegt. Wie heißt es darin? In Bezug auf Kultur. Das Erste, was Sie feststellen, ist, wir haben ein grundlegendes Problem. Kultur bezieht sich immer allgemein einer verbindlichen Definition. Wir kennen große Debatten zum Kulturbegriff, sondern auch im Handelsrecht gibt es so, dass wir einen Kulturbegriff nicht. Sondern kulturrelevante Dienstleistungen sind in unterschiedlichen Sektoren, nach denen solche Abkommen verhandelt werden, zu finden. Das betrifft beispielsweise Unterhaltungsdienstleistungen wie Theater, Orchester, aber auch individuelle Angebote von Künstlerinnen, Unternehmensdienstleistungen, hier fällt zum Beispiel das Verlagswesen hinein, oder auch Vertriebsdienstleistungen, wenn wir über den Video sprechen. Das heißt, es ist zerstreut in einzelne Teilbereiche. Aus handelsrechtlicher Perspektive gibt es keinen eigenen Kulturbegriff. Man muss überall genauer nachfragen, was ist denn hier tatsächlich erfasst. Was die Kommission selber als kulturrelevant erachtet, legt sie in diesem Positionspapier nicht dar. Sie hält lediglich fest, dass Bereiche eine starke kulturelle Komponente haben und dann nennt sie Bibliotheken, Archive und Museen zu schützen sind. Also sie nennt nur Bereiche mit starken kulturellen Komponenten, Bibliotheken, Archive und Museen. Was haben wir noch als Grundlage, auf denen wir eine Bewertung stellen können? Es wurde schon angesprochen, mit Kanada gibt es ein umfassendes Partnerschaftsabkommen, das schon vorliegt, also wo man den Text kennt und das man sich ansehen kann, wie
Matin vorgegangen? Wie hat sie das ähnlich lautende Mandat, das sie für die Verhandlungen in Kanada hatte, umgesetzt? Ja, über weite Strecken gibt es in diesen Übereinkommen wirklich Ausnahmen für den Kultur- und Audiovisuelle-Produktionsbereich. Beispielsweise in Kapiteln zum grenzüberschreitenden Handel mit Dienstleistungen, für Subventionen und staatliche Unterstützung, für die Weiterentwicklung der innerstaatlichen Regelungen, für das öffentliche Beschaffungswesen und für Investitionen. Und da gibt es eine große Ausnahme. Eine große Ausnahme, auf die man wirklich hinweisen muss. Diese Ausnahmen, die wir gelistet haben, die sind in CETA, treffen für die Europäische Union lediglich auf audiovisuelle Dienstleistungen zu. Das heißt, hier hat sich die Kommission für die Mitgliedstaaten vorbehalten, zu intervenieren und sich nicht dem Regime zu unterwerfen. Kanada im Gegenzug hat eine breite Definition von Kultur angewandert und hat sich nicht an der üblichen Handelskategorisierung festgehalten, sondern für sich selber Kultur definiert. Und Kanada gibt ganz klar, nein, es geht nicht nur um TV, Rundfunk und Film, sondern es geht genauso um Bücher, Magazine, um Film- und Videoaufnahmen, um Musikaufnahmen, um den gesamten Bereich von der Produktion bis zur Distribution, egal auf welchen Technologien und Plattformen fließen kann. Kanada hat diese autonome Kulturdefinition durchgesetzt, die EU hat diese Ausnahme nur für den audiovisuellen Bereich verankert. So haben wir es auch in gewisser Weise immer gemacht. Hier gibt es aufgrund des wirklich massiven Drängens von Frankreich eine Teilbereichsausnahme für den Bereich der audiovisuellen Dienstleistungen. Das heißt, und das hat die Kommission im Factsheet zum Thema audiovisuelle Dienstleistungen des letzten Jahres wiederholt, nein, übersichtliche Bereiche, Maßnahmen notwendig sind. Es wurde heute schon angesprochen, dass die EU-Kommissarin für Handel Malmström zu Gast war. Im Kontext habe ich mir auch erlaubt, genau diese Frage zu stellen. Der Kulturbegriff beschäftigt sich nicht mit im Audiovisuellen. Wie hat sie vor, die anderen Bereiche in den Verhandlungen zu schützen, sodass Staaten von Maßnahmen erhalten können, das heißt durch indirekte Steuerungsmaßnahmen, die den Zugang erleichtern sollen oder schauen sollen, dass es auch wirklich von nationaler Seite noch eine Produktion gibt. Es kam von mir keine Antwort. Sie hat wieder gesagt, ja. Es wird eine audiovisuelle Ausnahme geben für den Dienstleistungsbereich und in den anderen Bereichen haben wir ja einen sehr guten regen Austausch mit den USA, wenn es um Kultur geht. Das heißt, wir wissen bis heute nicht wirklich, was die Konsequenzen sind und insofern ist es sehr schwer abzuschätzen, welche Sektoren betroffen sind, da das, was an Dokumenten verfügbar ist, nur begrenzte Aussagen zulässt. Trotz dieser Transparenzoffensive und der Veröffentlichung von zahlreichen Dokumenten ist mehr an Aussage nicht möglich. Es gibt kein klares Signal dazu. Angesprochen habe ich ebenso, dass auch diese sogenannte Ausnahme für audiovisuelle Dienstleistungen ein wenig zu relativieren ist, denn wir wissen nicht genau, was versteht die Kommission unter audiovisuellen Dienstleistungen. Wo beginnt diese? Wo hört diese auf? Wenn wir etwas im Internet übertragen und hier angeboten wird, ist das dann doch der kulturelle Anteil entscheidend oder ist es eine Telekommunikationsdienstleistung? Vor allem Videospiele hinein. Hier gibt es auch keine Aussage, was die Kommission unter audiovisuellen Dienstleistungen versteht. Und der zweite Hinweis, abgesehen von dieser Frage der Definition, diese Ausnahme betrifft nur einen Teilbereich. Die betrifft nur jeden Bereich, der auf dem Markt zugang ist. Also von ganz klassischen Handel- und Dienstleistungen, Bereiche groß und die gemeinsame Abstimmung der Weiterentwicklung der Regulierungen, Standards etc. geht ohne auch Investitionsschutz für ausländische Investoren. Hier ist diese audiovisuelle Dienstleistung nicht. Um das Ganze zusammenzufassen, ich hätte noch einen Aspekt zu Urheberrechten, aber vielleicht kommen wir später noch dahin, ist, es hängt wesentlich davon ab, was die Kommission als kulturrelevant definiert und es hängt wesentlich davon ab, inwiefern sie sich in dieser Verhandlungsfrage durchsetzen kann. Wir hätten das Problem aber nicht, würden wir einen anderen Zugang wählen. Das heißt, würden wir nicht lieber einen Zugang auf den Negativlistenzugang, der sagt, alles wird liberalisiert, außer Ausnahmen, die wir definieren. Wir müssen jede Ausnahme explizit machen und mögliche zukünftige Entwicklungen auch schaffen. Würden wir eine Art Generalausnahme, wie es beispielsweise Kanada gemacht hat, verankern, hätten wir dieses Problem nicht. Und das wäre auch mein Vorschlag, der jener Vorschlag ist,
der im Sinne des Übernetzungsübereinkommens ist, denn wenn wir nicht mehr die staatlichen Handlungsmöglichkeiten haben, fühlt sich das Übereinkommen ad absurdum. Dass hier man eigentlich eine ganz klare Position braucht, insofern freue ich mich auch heute, weil aus meiner Perspektive ist die Position Österreichs in diesen Teilfragen, die sich ganz wesentlich auswirken, bis heute nicht klar. Und ich hoffe, dass wir nach dem heutigen Gespräch hier vielleicht ein bisschen zur Klärung beitragen können und auch der Kultursektor selber einen Input liefern kann. Vielen Dank, Yvonne Gimpel, die die schwierige Aufgabe übernommen hat, dieses sehr komplizierte Themenfeld sehr profund zu analysieren und uns vorzustellen. Schwierigkeit der Definition des Kulturbegriffes ist für die technische Verhandlung eine große Sache. Und ich möchte darauf hinweisen, was Yvonne Gimpel jetzt kurz nur gestreift hat, nämlich die Effekte der Digitalisierung, die heute bereits nicht mehr absehen lassen, was in 10, 15 Jahren unter kulturellen Gütern und Dienstleistungen zu verstehen sein wird, ja, macht Negativlisten, Positivlisten unglaublich schwierig in der Materie. Also, und ich verstehe aber auch, in meiner Leitfrage, eigentlich mitgestalten ist das Thema. Irgendwie, also wenn man eine Generalausnahme fordert, geht es nicht um Stopp-TTIP seitens der UNESCO-Kommission, sondern mitgestalten im Sinne einer Generalausnahme für Kultur.